Okay, wie suche ich jetzt danach? Showing all. Was kann man damit bauen? Weiß es nicht. Shinigami Hades fragt. Erzählt dir Amazon. Wow. Oh, fuck. Du bist kurz fighten, sorry. Ich bin tot. Ah, geh weg. Ah, die rippen mich. Oh, Andi, heal mal bitte schnell. Geh in eine Ecke hier, ja, genau. Schalte ich in so eine Ecke. Oh, au, 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 was? Oh, ein Creeper. Creeper, Creeper. Was? So, hinter dir. Au. Au. Andi, bitte stirb nicht auf dieser Insel. Es eigentlich immer mehr, je länger wir nicht schlafen. Weiß ich nicht, aber die killen mich gerade. Der Creeper ist weg, oder? Ja, der ist gesprengt. Nice. Gute Shots, gute Shots. Alter Schwede. Oh, Skelett. Oh, Skelett. Noch mal ein bisschen ausleuchten. Boah, zwei Hits mit dem Schwert, nice. Au. Fuck. Problem ist, wenn die unsere Rüstung gekillt haben, sind wir halt zwei oder drei Hit, ne? Also ich halte echt gerade nur so viel aus, weil ich die Rüstung habe. Okay, gerade der letzte ist tot. Fuck. Oh, neue. Au. Oh, fuck. Was auch geil wäre, wär, wenn sie sozusagen, also wenn jetzt das Herz des Meeres haben und jetzt kämpft das Meer so. Ja, schickt so Riesenkraken oder so. Erst, wenn man das schafft, dann darf man es behalten. Das wäre richtig geil. So ein Riesenwal, der uns komplett schluckt. Das wäre richtig geil. Oder so Meerjungfrauen, die hier ankommen und uns killen. So Harpien des Wassers. Ja. Und die Delfine werden wütend. Wir haben Probleme mit zwei wilden Tauben und wollen gegen Riesenkraken kämpfen, GG. Hä, hey, wir bitte würden easy die Riesenkraken Tauben killen. Was sind für Tauben zu Hause? Wie viel XP im Wasser rumliegen? Okay, gut. Also, wir haben das Herz des Meeres. Wir müssen jetzt herausfinden, Andi, was man mit dem Herz des Meeres machen kann. Also, wenn ich normal spielen würde, würde ich googeln. Ja, sollten. Also, wir können den Chat ja fragen einfach. Loot den Rest, Matteo. Achso, stimmt. Was waren da? War da noch was Nices drin? Nee, ich hab nur so Metall und so Zeug. Oh, hab ihr. Oh, fuck. Oh! Fuck! Und ein Zombie. Stirb.
Ja, Metall. Ah, au. Was? Oh, ich ertrinke. Ich ertrinke ohne Scheiß. Ich ertrinke. Ey, wie viel sind es? Nein. Andi? Du hast doch den Helm. Oh, ich hatte den Helm nicht mehr auf. Fuck. Die HP killen mich. Ich hab einen HP noch. Andi, ich verliere das Herz des Meeres. Nein! Das waren zu viele, ich konnte nichts mehr machen. Nein! Oh. Fuck! Das Herz, mein Superbogen! Nee, Andi! Nee, Andi! Andi, lass uns super schnell Boote bauen, dahin fahren, sofort! Schnell! Okay. Los, schnell, nimm Essen mit! Scheiße. Wir haben 5 Minuten Zeit, bis die spawnt. Scheiße, ich hab nix. Hab ich denn das hier mit? Mach uns Goldrüstung. Mach uns Goldrüstung oder so, egal, egal was. Ich hab Brot mit, das. Oh Gott, wir müssen eine Karte bauen, Kannst du noch schnell Karten bauen? Hier ist Papier. Haben wir genug Kram überhaupt? Oh, ich kann Dings schlachten, ich habe kein Schwert. Oh Gott. Karten bauen, also erstmal Karten bauen. Oh geil, danke. Okay, ich habe Bogen. Mehr? So, warte mal, haben wir Metall noch für irgendwas? Irgendwo Eisen. Hier sind normale Schwerter. Machen Sie einfach Dingsschwerter. Steinschwerter. Oh Gott, ich brauche den Loot. Andi, wir brauchen den Loot. Es gibt nichts zum... Also wir brauchen so krass diesen Loot. Okay, lass uns sofort los. Keine Zeit verlieren. Ich glaube, es ist gerade Tag geworden. Hast du Boote? Was? Eine Karte. Wir brauchen eine Karte. Oh, wie baut man die denn? Okay, warte. Braucht man Leder? Warte mal, wir brauchen Redstone. Hier ist Papier. So, warte, wie ging das nochmal? Brauchen wir noch Gold? So. Ich hole Leder. Nee. Wie ging das? Oh, mehr Eisen. Wir können keine Karte bauen, glaube ich. Ich hab Dings. Ich hab Eisen zum... Oh Gott, ey. Ich hab 3 Eisen. Wir brauchen 4. Ja, ich hab Eisen. Warum müssen wir nur den Ofen machen? Warte, hier lag irgendwo Eisen. Ich hab 3 Eisen. Ah, das hast du genommen? Scheiße. Oh, hab ich bei mir noch Eisen? Scheiße, ich guck mal. Nein. Jetzt so finden? Was? Wir finden es noch so. Hast du 2 Boote? Das finden wir niemals so, aber ich hab ein Boot. Bau dir schnell ein Boot. Wir haben kein Holz. Hast du noch Holz? Nee, ich hab auch kein Holz hier. Ich hab auch keins dabei. Warte, ich baue hier Holz einfach schnell ab. Shit. Ich brauche davon voll viel. Dann baue ich lieber einen Baum ab. Ist hier irgendwo ein Baum, den wir abbauen können? Warum sind die Bäume so weit weg? Ah ne, lass uns da hin, komm. Also du meinst jetzt, wir finden das so? Ich glaube schon. Ich sag never. Also spätestens da, wo wir auf dem Wasser waren und lang gefahren sind, das finden wir nicht. Wir haben vielleicht keine Wahl, wir müssen direkt losfahren. Oh, ich weiß auch nicht, wie lange die brauchen, um zu despawnen. Was ist? Ich weiß nicht, wie lange das braucht, um zu despawnen. Ach so, die Zeit läuft doch erst, wenn der Chunk geladen ist, Leute. Ach echt? Okay. Trotzdem, lass mal trotzdem relativ schnell rennen. Okay. Nee, aber jetzt, okay, dann warte. Können wir uns irgendwie noch Rüstung machen? Ja, Gold ist ja okay für kurzfristig. Ja, aber dann lass es uns wirklich versuchen, eine Karte zu bauen. Wir brauchen nur Eisen. Ja, hier kriegen wir, glaube ich, genug. Wo finde ich jetzt Eisen? Geh mal runter in die also hier runter. Grab mal random hier irgendwo rein. Nein. Brauchen wir ein Eisen oder was? Ja. Warte, war nicht hinter meinem Haus noch Eisen?
dachte, die Zeit läuft erst, wenn der Chunk geladen ist. Ja, wenn wir die normalen 5 Minuten hätten, dann schaffen wir es niemals. Gott, ey. Der ganze geile Loot. Fuck. Boah, die Harpien sind aber auch echt hardcore, ne? Also wenn es so viele waren, es waren 7 oder so. Dann auf der offenen Insel. Okay, ich sehe hier nix. Andi, bist du noch da? Ja. Ja, ich habe gerade Papier abgebaut für die Karte. Mhm. Und ich habe auch Holz jetzt für ein Boot. Ja, wir hätten uns. Ich habe Eisen gefunden. Ja, wir hätten uns eingraben können, okay, nice. Aber ich hätte dann runtertauchen müssen mit meinen Low HP und die Harpien tauchen ja hinterher. Das heißt, ich hätte so oder so Damage bekommen. Also, ich wäre so oder so gestorben. Eingraben auf der Insel wäre gegangen, ja. Mit euch ist Minecraft richtig nice, macht Spaß, danke dir. Okay, also ich schmelze jetzt das Eisen ein und dann. Danke, aber auch du machst Christ. Was? Nix, oder Saat ist. So, ich schmelze jetzt Eisen ein. Wenn man sich über die okay. Bin still. Nimm direkt das eine, wenn du es hast. So, warte mal. Essen habe ich genug, ich kann die Essen Kompass abgeben. Ich habe einen Haufen Essen. Wir haben auch einen Haufen Essen, das passt schon. Okay, also ich habe Schwerter, ein Boot, Essen, okay. Das reicht, wir können direkt los. So, warte. Es ist dieselbe Karte wie vorher, du machst sie größer, ne? Ja, ich mache jetzt erstmal größer. Ja, okay. Ist das schon? Okay, es ist nicht aufgedeckt. Fuck. Ja, aber egal, dann sehen wir ja schon, wo wir hin können. Also wir sehen dann vielleicht ja, okay, die Umgebung. Komm, lass uns los. Wenn wir sterben, sind wir einfach wieder hier, dann müssen wir von vorne anfangen. Also mehr oder weniger. Okay. Also wir sind hier lang. Warte mal, wir sind hier in die Boote. Bist du hinter mir? Ja. Okay, wir sind hier lang gefahren. Bis. Oh Gott. Bis es direkt nicht mehr ging. Und dann sind wir über den Sumpf. Ich glaube, ich kann mich echt noch gut erinnern. Also bis es nicht mehr ging, dann sind wir irgendwie so querfeldein. Hier, genau, hier bist du so rein. Und hier sind wir ungefähr ausgestiegen. Wir sind halt zum Sumpf. Warte. Ja, der Sumpf braucht noch ein bisschen. Sind wir hier so, dann erstmal war ja irgendwie so ein Berg. Warte mal, ich sehe dich nicht mehr. Wo bist denn du? Genau, da sind wir so diagonal hoch. Berg. Ich sehe dich nicht, Andi. Wo bist denn du? Ich folge dem Weg. Ich bin jetzt an der Schräge, wo wir hochgeklettert sind. Also einfach vom Fluss diagonal rein. Ah, ich sehe dich. Okay, so ich folge dir. So ein Berg. Lauf weiter. Keep going. Jetzt mal auch schnell dahin zu kommen. Du bist unser beautiful mind. Du hast das fotografische Gedächtnis. Okay. Ja. Unterstütze das. Du hast ja die Karte in der Hand. Weißt du, was das Gute ist? Der Ausschnitt ist ja trotzdem derselbe. Und das heißt, wir wissen ja, wo es ungefähr liegt. Weißt du, am unteren Rand auf 6 Uhr. Mhm, stimmt. Aber lass uns am besten trotzdem mal den Weg verfolgen. Schaut ja nicht, glaube ich. Wie groß ist denn so ein Chunk eigentlich? Guck mal, hier ist dieses Plateau. Weiß ich nicht. Hast du das gerade? Ne. Bin bei den Lamas. 16 mal 16, okay, so, dann haben wir eigentlich genug Zeit. Genau, hier sind die Lamas. Genau, hier war so. Hier sind Pilze. Da sind wir vorhin gar nicht vorbei. Nee, wir sind auch hier dann hier direkt rein, oder? Ja. Wir wissen ja die Stelle auf der Karte, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, du hast die Karte halt, aber. Wo bist denn du? Ich laufe dir jetzt gerade hinterher einfach. Lass straight zu der Stelle auf der Karte einfach. Scheiß auf den Weg. Wir rennen jetzt straight dahin. Genau. Okay, let's go. Oh, ich kann nicht mehr. Ich muss mal kurz essen.
War doch einfach auf 6 Uhr circa. Ja. Ja. Deswegen laufen wir da auch direkt hin. Nice, hier ist der Sumpf. Und hier ist das Meer, geil. Da sind schon die Delfine. Okay, ich warte mal hier noch auf dich. Will ich aber eh. Ja, let's go. Oh Gott. Das Problem ist, die Sonne geht gerade unter, oder? Ja. Aber ja. Ein Respawn zählt, glaube ich, als Harpyon Reset. Kann es sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt sowas wie Schlafen dann. Warte mal, hier ist irgendwie Crab im Wasser. Ja, das ist egal, das ist nur so ein Dings. Oh, hier ist aber ein Dings. Oh, guck mal, das ist ein gutes Zeichen. Wenn da gerade Fleisch war, also Zombie-Fleisch, dann war das vom Zombie, den wir gekillt haben. Und das heißt, es ist auch nicht despawned. Das heißt, unsere Sachen sind auch nicht despawned. Das ist doch die Insel schon, oder? Ich sehe die doch schon gerade, Andi. Welche ist das? Oder ist es eine andere? Wir sind auf jeden Fall in der Nähe. Das ist sie. Irgendeine der Inseln hier in der Umgebung. Ja, hier sind auch unsere Boote. Okay, also wo bin ich gerade gestorben? Chat, bin ich an Land gestorben oder im Wasser? Im Wasser, oder? Alter, hier ist überall Loot. Weißt du, mein Loot auch? Weiß nicht. Ah, das Zeug schwimmt ja. Seit wann schwimmt denn Loot? Ja, das ist mein Loot. Hier ist das Dings. Herz. Oh Gott, ja. Ja. Ja, geil. Oh, zum Glück, ey. Das war jetzt richtig hart gewesen. Ja. Fuck. Alter, saved. Brauch meinen Bogen. Wo ist mein Bogen? Oh, da ist er. Power Unbreaking 2. Nee. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Wo ist mein Bogen? Oh nee. Da liegt einer. Nee, das ist ein Angel. Wie weit ist es auch verbreitet? Verbreitet hat das ganze Zeug. Krass. Okay, also mal weg. Halten wir von mir aus. Fuck. Wo ist der Bogen, Leute? Muss man eben Crap wegwerfen? Wo ist der Bogen? Ich will doch nur den Bogen. Kiste, Matteo. Was meint ihr mit Kiste? Soll eine Kiste bauen? Da ist der Bogen. Oh mein Gott, ich sehe den Bogen. Ne, das behalte ich. Da ist er. Komm, Baby. Nein, sammel auf. Was werfe ich weg? Oh. Ist er das? Ja. Oh. Saved. Könnte das Herz des Meeres? Oh, Herz des Meeres habe ich. Ich habe Herz des Meeres, ich habe die Karten, ich habe den Bogen, ich habe die Rüstung. Ich habe alles. Geil, ich habe auch meine Rüstung, ich habe meinen Bogen, ich habe mein Schwert. Ja, ich habe mein Schwert auch. Okay. Oh Gott. Okay, geil, ich glaube, wir haben alles. Okay, Andi, lass uns nie wieder ein Abenteuer machen. Oh. Erst mit dir gehen. Fuck. Alter Schwede. Okay, wollen wir jetzt nach Hause und alles saven? Ja. Oh Gott. Oh. Und jetzt eingraben, bis es hell wird. Ich glaube, jetzt nachts kommt nichts. Und, obwohl, da sind Andi, da sind Dings gespawnt.
Das Skelett. Ja, das Skelett hat mir gerade das Boot kaputt geschossen. Oh, fuck. Aber wir haben hier noch zwei Boote, die stehen hier eh noch rum. Oh. Ja, lass direkt abhauen. Okay. Hier sind eine Spinne und... Kommst du? Ich will eigentlich nicht fighten. Gott, ey. Okay. Wollen wir zu der... Oh, Zombies. So, die Harpien kommen ja gar nicht. Nee. Wie es aussieht. Ach, willst du dann zur großen Insel oder wie? Willst du weiter erkunden oder heim? Also ich fand die Erkundungstour schon ganz geil die ganze Zeit eigentlich, ne? Ja, also an sich, jetzt haben wir unsere Sachen wieder. Bis auf Level haben wir jetzt nicht wirklich was verloren. Also wir sind jetzt nicht schwächer oder so. Ja, aber wir waren noch nicht, also wir sind einfach nicht stark genug für die Harpien. Aber die Harpien scheinen ja resettet zu sein. Also wir können von mir aus noch ein bisschen weiter erkunden. Mir stecken 1000 Pfeile. Okay. Aber ich habe halt viel zu viel Crap dabei, Andi. Eigentlich können wir nicht weitergehen. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Pfeile kann ich dir noch ein paar geben. Ich habe... Chat, wo sind meine Pfeile? Jedenfalls 3 im Körper. Ach, 40. Ich habe 40 Pfeile. Warte mal, ich gebe die mir hier. Gib dir dafür Papier. Okay, cool. Das Herz des Meeres kann man zu einem Block bauen, der ähnlich wie ein Leuchtfeuer unter Wasser funktioniert. Oh, geil. Hast du eine Karte? Ich gebe dir meine. Jetzt geh doch mal kurz saven. Ihr habt keine 5 Minuten dahin gebraucht. Was heißt denn saven? Also unsere Items oder was? Also was sollen wir saven? Ich werf mal die Goldsachen weg, die brauchen wir nicht. Also ich brauche. Ach so, ja, unsere wertvollen Sachen zurückbringen. Aber wenn das Herz des Meeres nur unter Wasser leuchtet und sonst nichts, ist mir Wumpe. Ja, also wir haben ja eigentlich nichts, was jetzt... Deinen Bogen halt, aber den hast du... Also unser Bogen, und den trage ich ja immer mit mir. Ich werde den Bogen ja nicht ablegen. Und unser Inventar ist dicht. Also gut, so ein paar Sachen würde ich schon ablegen. Ja, das stimmt schon. Okay, dann lass die Sachen einsammeln, wir bringen die zurück. Und dann machen wir eine zweite Expedition. Wollen wir die zweite Expedition in den Nether machen? Also ich würde gerne halt Level 30 werden, die Dias abbauen und dann irgendwas machen, um die Dia-Sachen zu verzaubern. Und dann könnten wir was Krasses machen. Okay, und weißt du, wie man am schnellsten Level 30 wird? Da ist ein Zombie in meinem Boot. Und mich würde diese große Insel interessieren. Wollen wir da vielleicht noch kurz hingucken? Ja, das können wir noch machen. Dann sind wir in einer Minute da. Weniger. Ja, ja, ich bin dabei. Große Insel, bin ich direkt dabei. Okay, geil. Also es ist einfach erstmal Richtung Westen. Aus dem Herz des Meeres kann man was Geiles bauen. Aber ist es nicht das Leuchtfeuer oder was? Wir können das Herz des Meeres in unsere Base bauen. Ich glaube, das bufft es nicht sogar Stats oder so? Es gibt ja so Beacons, ja. Vielleicht ist es sowas. Genau. Aber allgemein könnten wir Beacons bauen. Eure Base, die von Mama oder die von Papa? So, guck mal, da rechts. Geile Insel, oder? Die mit, mit dem Baum drauf? Oh nee, da. Wo bist denn du? Oh, krass. Oh, geil. Das ist ja voll wie die Lost-Insel. Ich wäre fast bereit, mir ein komplett neues Leben hier aufzubauen.
Auch so geile Bäume. Wo bist denn du? Ach, da unten. 1:1 lost, ja. Warte mal, mein Boot habe ich gar nicht mitgenommen. Fuck. War das schon immer so, dass die Items schwimmen oder sind die früher untergegangen? Nee, ich glaube auch, dass die untergingen früher. Boah, das ist wie so ein bisschen Savanne oder so, oder? Also ein bisschen trockener. Hm. So Giraffengelände. Stimmt, da wo Giraffen leben. Leider gibt es nicht so viele und Giraffen wie Elefanten. Und man sieht, sind keine Giraffen hier. Ja. Aber Elefanten vermutlich. Au. Ups, ich wollte das Schaf. Sorry. So eine große Hitbox. Hä? Ich habe nicht so viel Power auf dem Bogen. So, Der riesig, die Insel. Hier geht's nochmal so. Ist nochmal so ein Riesending. Oder ist es wieder Festland? Ey. So eine ganze Insel. Oh, könnte Festland sein, ja. Guck mal auf der Mini, auf der Map. Warte, wo ist meine? Ja, ich gucke. Könnte Festland sein, auf jeden Fall. Am Rand der Map. Ja, sieht so aus. Ah, wobei. Ach ne, hier lädt's nur. Ja. Das wäre geil, wenn das wirklich eine Insel wäre, so eine riesige Insel. Das hat auf jeden Fall eigene Flüsse und so. Wir können auf jeden Fall Ausschau halten nach Sachen, die nur in so Biomen wachsen, weiß nicht, was es genau wäre. Oder vielleicht so nach einem Dorf oder so. Also die Bäume, wenn wir Holz in der Farbe wollen, aber sonst. Das sind so Akazienbäume oder so, oder? Hm. Weiß nicht. Wir könnten Saplings mitnehmen zu uns, dann können wir die Bäume bei uns züchten. Ah, hier ist wieder mehr. Wollelefanten, ja. Schafe sind die Wollelefanten der Savanne. Lol, das geht. Oh fuck, der geht aber nicht mehr. Wo bist du denn eigentlich, Andi? Ich erkunde gerade so den Rand im Norden. Ist vielleicht nämlich doch eine Insel. Da ist noch ein Schiff! Geil. What? Der Rand im Norden. Ich komme. Oh, da sind Schildkröten! What? Okay, also ich bin an der Nordküste nach Westen. Dann ist so eine Mini-Insel mit Schildkröten und dann sieht man auch schon das Schiff. Ich muss mich gerade reloggen. Wir sind gleich wieder da. Ich guck mal kurz. Richtung Norden. An den Rand und da war ein Schiff. Oh, Alter, wie geil sieht denn diese Lagune aus? Oh, hier will ich leben, Andi. Fuck, guck mal, wie geil das aussieht. Mit diesem super tiefen Lagunenbecken. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir so geile Sachen gebaut haben, dass es sich nicht lohnt umzuziehen. Deswegen... drüber nachdenken. Hä, du hast eigentlich recht, Andi, ne? Aber wir lassen Kartoffeln und Karotten zurück. Aber irgendwie reizt mich gerade der Gedanke, komplett neu anzufangen, weil wir haben unser geiles Gilead, unser Verzauberungstable und sowas. Aber den könnte man auch nochmal holen. Stimmt, wir könnten den holen. Wir könnten alles holen und uns ein gemeinsames Haus bauen, Andi. Und ein gemeinsames Leben anfangen wieder. Zischt. Ich wäre da voll dabei. Okay, lass noch kurz das Schiff erkunden. Und dann, wenn du magst, kannst du hier schon mal losbasteln. Und ich hole die Sachen. Ja, geil. Okay. Aber diesmal bauen wir uns ein gemeinsames Haus. Aber eine Doppelhaushälfte. Ja. Das heißt, wir leben in einem Haus, aber jeder hat seinen Bereich. Okay. Boah, das ist ein ganzes Schiff. Oder lass einen... Ich habe eine Idee. Lass uns so eine Art Höhle graben, die halt für funktionalen Kram ist.
wo dann halt so gemeinsam Kram ist. Und daraus bauen wir dann Gebäude. Warum ersticke ich denn? Andi! Hä? Ich check's nicht. Was tun Sie? Fuck, ich sterbe! Ich dachte, ich bin... Ich dachte, ich bin raus! Aus dem... Fuck, Andi, bitte überlebe! Überlebe und sammle meine Sachen. Oh. Aber das Gute ist... ich kann jetzt, wenn ich direkt hier bin, einfach alles einsacken und direkt zu dir kommen. Ja, okay, warte. Ich mache jetzt eine Kiste und versuche, das ganze Zeug mal zu lagern. Ja, versuch auf jeden Fall meinen Boden lagern. Und übrigens, da wo ich war, war eine neue Schatzkarte. Okay. Okay. Allein weil unser ganzes Zeug jetzt hier liegt, macht schon Sinn umzuziehen. Bring am besten die Sachen mit, wenn es geht. Ja, ich brauche ich Reiseproviant? Nein, ich brauche keine Dings. Also, ich nehme mit. Weed brauche ich nicht. Ich nehme wirklich nur das mit, was wir wirklich brauchen. Also, ja, das Erste, also was ich erstmal machen muss. Enchantment Table und die Dia-Sachen. Ich nehme auch ein paar Stacks Hühner mit, ein paar Stacks Eier mit. Scheiße, meine Hundis, kommen die mit? Die teleporten, glaube ich, mit. Okay, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich werde es versuchen. Aber nur, wenn sie nicht sitzen. Genau. So. Okay. Wir haben nämlich jetzt hier auch schon Karotten und Kartoffeln übrigens. Haben wir da? Ja. Wie, woher denn? Gerade im Schiff gefunden. Im Schiff. Alter, das ist ja voll geil. Ja. Achso, die 30 Minuten werden nicht heute drauf gerechnet, Chat, sondern beim nächsten Mal. Heute spielen wir einfach nur bis 4. Was ja auch lang genug ist. Ich denke auch. Genau, die werden immer zur nächsten Folge drauf gerechnet. So, okay. Aber wie geil das ist, dass wir jetzt bei den Schildkröten wohnen. Ja, und das ist voll das geile Biom. Boah, ich habe eine Idee. Wollen wir so einen riesigen Schildkrötenpanzer bauen? In dem wir wohnen. Andi, ich will erstmal ankommen und dann überlegen, was wir bauen. Ich will das auf jeden Fall machen. Oh Mann, ey, das fängt wieder genauso an wie letztes Mal. Was denn? Ja, weil dann machst du ein riesen Bauprojekt, dann fängst du an, das Koppel zu bauen. Ich sag, Mann, ich will nicht, dass das Koppel gebaut wird. Ja, aber du kannst dir was Eigenes bauen. Fangen wir direkt so an. Okay, na gut. Also, warte mal. Also ich nehme trotzdem mal ein bisschen was mit hier. So, als Proviant. Habe ich eigentlich schon Essen? Nee, ich habe das ganze Essen mitgenommen. Oh, geil. Ein bisschen Eisen. Hä? Wie viel Crap hattest du denn mit? Irgendwie muss ich hier 5 Inventare durch die Gegend schiffen. Sorry. So, was brauchen wir hiervon? Phantom Membrane ist sehr selten. Gold, das kann ich anziehen. Ach. Was denn? Geil. Hast du meinen Bogen aber gesaved? Ich muss gleich checken. Also ja, habe ich. Ja, nur der Infinity Unbreak. Ich hatte 2 krasse Bögen. Ja, ich habe den. Der Infinity, okay, geil. Okay, dann ist alles safe, dann ist alles gut. Ich nehme auch ein bisschen Kohle mit. Ich weiß, ich habe gerade eine gute Strafe entdeckt für spontane Sachen in Minecraft. Man muss irgendwie eine halbe Stunde in Third Person spielen. Oh Gott, nee, das ist ja voll nervig. Ja, als Strafe. Ja, das ist eine schlechte Strafe, weil das nervig. Hä? Sollen Strafen nicht auch irgendwie nerven? Ja, doch schon. Okay, warte mal. Also, ich baue jetzt den Verzauberungstable ab. Oh, eine geile Hose. Oh, ich kann mir eine komplette Rüstung hier anziehen. Gott, ey, diese Panik vorhin, als ich dachte, wir hätten wirklich alles verloren.
Und jetzt muss ich an deinen RuneScape-Moment denken, wie krass das gewesen sein muss. Ja, hattest du also wirklich so einen Moment der Panik, wo du einfach dir gedacht hast, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein? Ja. Gott, ey. Also halt, wenn das auf dem Spiel steht, ist es halt wesentlich geiler, wenn es nicht passiert und wenn du einfach super mächtig durch die Gegend rennst und andere Leute kaputt klatscht und du weißt, die haben gerade super viel verloren. Ja, aber dieser Nervenkitzel, und das so ist halt Sachen zu looten, ist super geil. Ja, aber dieser Nervenkitzel ist schon. Oh, ich musste die ganzen Regale abbauen. Nee, die gehen ja kaputt. Aber ich bekomme die Bücher ja raus, ne? Ja, die Bücher. Kannst auch die Farmen abschlachten und so. So. Und weißt du was? Also, dass ich jetzt wieder so eine eigene Idee habe, ist ja nicht so schlimm wie letztes Mal, weil diesmal ist die Idee ja geil. Ein Schildkrötenpanzer. Woraus baust du den? Muss ich mir noch überlegen. Vermutlich solider Smaragd. Okay. Klingt gut. Kann man Amboss abbauen? Weiß ich nicht. Was mache ich jetzt eigentlich, wenn es Nacht wird? Ich fange mal an zu buddeln. Ja, die Harpien kommen aber nicht, glaube ich, direkt. Ich habe trotzdem Angst. Power 3 und Flame, was ist das für ein geiler Bogen, ey. Fuck, man, ich habe mein Inventar jetzt schon voll. Also Eier wollte ich mitnehmen für Hühner. Eigentlich würde ich gerne noch mehr Eier mitnehmen. Ich nehme nicht das hier mit. Ich nehme das hier auch nicht mit. Wir werfen jetzt echt alles raus, was ich nicht brauche. Die Axt will ich. Haben wir da Sugarcane? Weil ich bringe den nämlich mit. Gold brauchen wir nicht. Ich sehe jetzt gerade nichts, aber weiß nicht. Ich auch nicht. Oh, die Breastplates, also die Plates will ich mitnehmen. Den Bogen brauche ich nicht. Habe ich eigentlich eine Waffe? Ich habe gar keine Waffe. Könnte die Axt nehmen. Lol, wir sind direkt. Ich habe mich direkt in so eine Höhle gebuddelt. Fuck. Oh, please don't die. Aber lass mal nicht so riesig bauen. Lass mal klein und geil bauen. Achso, du willst ja einen Panzer bauen. Aber was ist das für ein Panzer? Wird der Panzer das Dach? Nee, der umfasst alles. Silk Touch wäre hier also, für geil. Wenn man so eine Schildkröte tötet, dann bleibt ja so ein Panzer. Und den skaliert man so hoch, dass er ungefähr einen Raum umfassen würde. Einen großen, schönen Raum. Einen Raum, okay. Also jetzt nicht so eine Turnhalle, aber schon groß. Okay, also ist hier noch was Wertvolles? Nein. Oh Gott, so viele geile, glatte Blöcke. Oh fuck, hier sind eine Enderperlen und Lapislazuli voll viel. Lapislazuli kannst du zu Blöcken machen. Und dann kann man die wieder umwandeln, die Blöcke? Ja. Okay, das ist geil. Dann machen wir Lapislazuli-Blöcke. Oh, wir könnten auch zwei Nether-Portale bauen und die verbinden, hat Alisana gerade vorgeschlagen. Das ist ziemlich smart, aber wie treffen wir das so genau? Boah, das ist ja echt voll schlau. Alarm, Matteo, lass die Tiere frei, bevor du gehst. Ja, ja, mach ich. Also man baut dann im Nether ein Portal und wenn man da rausgeht, dann entsteht automatisch eins in der echten Welt? Ja, das stimmt, aber wie treffen wir denn unser neues Lager? Ja, das ist schwierig. Wir können ja, weiß ich nicht. Boah, 23 geile Blöcke. Geil. 59 Bücher. Okay, baue ich hier noch was, Chat? Nein, was? Nein, was?
Nix. Wirklich nix? Noch nix. Also solange mein Superpfeil nicht, mein Superbogen nicht tot ist, eigentlich egal. Also mir. Ja, der ist auch in der Kiste. Dem passiert nix. Alter, what? Fuck. Gott, Andi, ey. So, RIP. Was? Nee, nee. Die Gegner, nicht ich. Okay. So, RIP. Was? Okay. So, so, bei wertvollem Zeug. Okay. Quarzblöcke sind halt hier noch hier. Ich glaube, ich nehme mal lieber 64 Quarzblöcke mit. Und Gastier ist ja auch wertvoll. Also, Sugarcane muss ich mitnehmen, ne? Haben wir nicht. Ja, aber muss ja nicht viel. Ja, aber er nimmt halt einen Platz weg, so oder so. Ja gut, aber es ist auch nichts Seltenes, das finden wir jetzt dann auch wieder. Ja, kann sein. So, wir lassen jetzt erstmal die Hunde, ich lasse die Hunde frei. So, dann kill ich alle. Nein! Oh! Ein Creeper hätte fast alle meine Hunde mit einem Schlag ausgelöscht. Fuck. Bitte nicht. Ach, wobei, es geht um die Hunde, das ist mir egal. Hunde. Holy shit. Oh, zu Hunden fällt mir gerade was ein. Am Dienstag war ich so ein Seminar an der Uni und das, keine Ahnung, ging halt so gemächlich los und dann irgendwie sitzten irgendwie so ein Haufen Leute um so einen Tisch, so 20 Leute in so einem Raum, war ein bisschen knapp. Also in der Mitte ist ein großer Tisch und da sitzen Leute rum und außenrum sind noch an der Wand so Stühle für, ne, wenn halt gerade mal mehr Leute da sind. Ich war ein bisschen später, also saß ich da so am Rand. Und so ungefähr eine Viertelstunde, nachdem die Lehrveranstaltung losging, kommt eine junge Frau, betritt den Raum, offensichtlich auch eine Studentin, und die hat so einen kleinen Wischmopp als Hund dabei. Also so ein super hässlicher, dummer Hund. Und ich weiß nicht, ob sie das ernst meinte oder was in ihrem Leben schiefgelaufen ist, aber die hat einfach offensichtlich kein Wort auch nur ansatzweise aufgenommen von dem, worum es in der Lehrveranstaltung ging, sondern die hat einfach permanent diesen hässlichen Hund gespielt. Irgendwie der Hund ist die ganze Zeit irgendwo so im Raum so vor sich hin gekreucht und fleucht und sie ist dem hinterher und hat irgendwie ein bisschen so den gekrault und dann hat sie irgendwie kurz den Raum verlassen und was zu trinken geholt und dann gab es was zu essen für ihn und dann hat der Hund andere Leute angeschnüffelt und haben die mit ihm geredet und permanent war einfach so ein Katz-und-Maus-Spiel in diesem Raum und alle haben es ignoriert, so als würde es nicht passieren, so, hey, wir sind alle cool und wir regen uns nicht darüber auf, dass gerade irgendwie hier jemand komisches Hundetheater veranstaltet und irgendwie ging das klar für alle offensichtlich, aber es war super lächerlich. Es hat richtig die Veranstaltung gestört, oder was? Also alle haben es einfach ignoriert. Aber ich meine, es ist allen aufgefallen, dass es irgendwie die ganze Zeit Hunde-Zirkus gibt. Also mich hat es gestört. Ein bisschen. Aber vor allem fand ich es halt lächerlich. Nein. Ich muss gerade mich drum kümmern, nicht zu sterben. Fuck. Was?
Video, Andi. Andi hast Hundi confirmed. Ja, eigentlich finde ich Hunde cool. Ich finde auch Hunde auf jeden Fall wesentlich cooler als Katzen, weil die halt irgendwie so eine Art Intellekt haben. Der Hund war über alle Katzen gedisst. so. Hier einfach überall Monster sind. So, habe ich alles dabei, Chat? Ja, lüt am besten nochmal mit dem Chat zusammen die Portaloption aus. Vielleicht ist es echt irgendwie gar nicht so schwer und das Problem ist, bequemer. Dafür bräuchte ich eine Diamond Pickaxe, um Portale zu bauen. Und das dauert ewig lang. Aber wir haben doch eine Diamond Pickaxe. Ach stimmt, ich habe ja eine. Eine Fortune One sogar. Ja. Okay, das heißt... Oh no. Ist ein Apfel weg. Ah, oder ich müsste bei mir ein Portal bauen, aber ich habe halt keinen Dia oder Obsidian. Hatte ich keine Dia Pickaxe? Oder hattest du nicht eine? Ja, du hast die eine, die wir haben. Ach, wir hatten nur die eine, okay. Ja, das heißt... Au. Ich komme doch einfach zu dir, oder? Nichts passiert. Ja, du kannst einfach zu mir kommen und irgendwann, wenn wir soweit sind, bauen wir hier ein Nether-Portal. Ich meine, wir wissen ja, wie wir zurückkommen, Nether, oder? Wir wissen noch, wie wir zurückkommen. Zu unserer Heimbase zu kommen. Okay. Das Fleisch. Was für Fleisch? Also Fleisch von den Hühnern nehme ich nicht noch mit. Ich nehme nur die Eier mit. Wir wollen eine neue Hühnerzucht aufbauen. Okay. Das Leder brauchen wir auch nicht, haben genug Bücher. Oh, weißt du was? Wir bauen uns einfach jetzt gerade erstmal provisorisch so in die schon bestehende Höhle. Haben wir direkt Platz. Geil. Oh, ich bin gerade irgendwie richtig hyped auf die Entdeckung, dass es hier so schön ist. Okay, ich komme. Weg von den gebratenen Kartoffeln, das ist mein Weg, Proviant. Ich hab nicht so viel Essen dabei, glaube ich. Ich wollte mich hier ein bisschen abkürzen. Ich wollte auch keine Map oder so. Hast du die zweite Treasure Map eigentlich gefunden? Ich habe noch nicht gesucht. Ich kümmere mich gerade um so einen Unterschlupf. Okay, aber dann, die war einfach nur noch in den Dings. In dem. Ja, läuft ja nicht davon. Warte mal, ich laufe schon falsch. Ich muss in die Richtung eher gehen. Die war noch in der Kiste. 2 Minuten Reise pro Jahr. Ich habe keine Karte, deswegen wird die Reise länger gehen. Ich finde den Weg wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Oh, bei mir leckt es ein bisschen. Ich glaube, es liegt daran, dass wir so weit auseinander sind. Könnte sein. Ah, hier war diese Ebene. Oh, weißt du was? Dir zuliebe fäll ich jetzt Bäume, damit ich nicht mit Cobblestone bauen muss. Ich opfere mich richtig auf. Für unsere Beziehung. Geil. Kein Cobblegebäude finde ich sehr nice. Vor allem bauen wir jetzt geil mit so rotem Holz. Es regnet mit der Bindfäden. Ich kannte das Sprichwort wirklich nicht. Andi, kennst du das Sprichwort, es regnet Bindfäden? Nee. Ja, genau. Das ist, wenn es intensiv regnet, oder wie? Ja, das ist so...
stark regnet, das ist wie so Fäden halt, wie kontinuierlicher Baden Wasser. Mhm. So. Ich glaube, ich finde gerade schon den Weg nicht richtig. Ich laufe schon falsch. Scheiße. Fuck. Ich hätte noch keine Map bauen können, oder? Wo ist denn der Sumpf? Ist der Sumpf hier, Chat? Hier? Oh, das sieht gut aus. Nee. F3? Nee, wir dürfen kein F3 benutzen. F3 ist verboten. Nur Orientierung mit normalen Sachen. Also. Oh, fuck, ey. Andi, ich verlaufe mich so krass gerade. Echt? Ja, das wir ist. Wir sind doch jetzt zweimal gelaufen. Wo ja, aber ich bin beim. Ich habe den Sumpf nicht gefunden und jetzt weiß ich nicht. Doch, ist es der Sumpf? Oh Gott, bitte lass es ein Sumpf sein. Der ist eigentlich straight im Westen. Ja, ich weiß ja nicht, wo Westen ist bei mir. Oh. Nee, das ist der Sumpf. Scheiße. Scheiße. Fuck, wie baut man eine Map? Du brauchst einen Kompass, also 4 Eisen, 1 Redstone in die Mitte. Ich hab kein Redstone dabei. Und dann ein Papier drumherum. Fuck. Okay, hat irgendjemand im Chat eine Ahnung, in welche Richtung ich müsste? Da ist der Sumpf. Oh, warte. Oder? Nee. Ich muss einfach aufs offene Meer kommen. Ist auch falsch hier, oder? Nächste links rein. Boah, irgendwie, ich krieg gerade so viele Ideen. Es hätte echt nichts Besseres passieren können, als dass wir jetzt diesen Platz gefunden haben. Umziehen ist geil, ey. Spielen, ja. Ja. Bin echt nicht so. Nee. Das ist der Ultra-Stress. Vor allem, wenn man irgendwie so eine Situation hat, wo man ausziehen muss und dann bis zu einer Zeit was gefunden haben muss und so. Liegt unangenehm. Für lange Zeit halt. Ja. Oh Mann, Andi, ey. Ich. Bauen einen hohen 1x1-Turm, um sich zu orientieren. Die Weitsicht ist nicht weit genug. Ich kann das nicht. Okay, gibt es eine Möglichkeit? Ich bin in einem komplett neuen Biom. Hey, warte mal, was ist denn das hier? Das ist doch von uns gebaut. Das ist doch von uns gebaut. Wo bin ich? Ja. Hä? Hier ist eine Kiste. Ist es, bist du vielleicht da, wo wir ganz am Anfang waren? I don't know. Hier gibt es eine Möglichkeit, wie wir uns lokalisieren können. Da seid ihr dann mit dem Boot weggefahren auf den Fluss. Sonne. Ja, wir könnten uns an der Sonne orientieren.
Aber ich bin... Oh Gott. Ich habe ja Steaks. Aber die sind noch nicht gebraten. Fuck. Geh von hier aus, in welche Richtung? Weg mit Fackel markieren wäre ja zu einfach. Ja, das Problem ist, wir wussten ja nicht, dass wir den Weg laufen wollen. Ich weiß es nicht. Fuck, ey. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich laufen soll. Dann muss ich mir jetzt eine Map bauen, oder? Lass dir ruhig Zeit. Ich baue in der Zwischenzeit was richtig Geiles und wenn du dann kommst, ist alles super. Okay, das heißt, Expedition, alleiniges Überleben beginnt jetzt. So, wir gehen zu der Werkbank, wir benutzen die. Also als erstes brauche ich Holz. Auch einen Platz im Inventar. Leg das Boot mal weg und wir legen das Boot hier mal an. Mäntel versus Wildnis. Ja. Was bist du bereit zu essen? Alles. Okay, also dann gehen wir hier rein. Machen wir erstmal Holz. Dann machen wir uns eine Kiste. Also drei Kisten. Ah, oh, Baby-Zombie, ey. Fuck, habe ich mich gerade erschreckt. Fuck, mein Herz. Alter Schwede. Oh, so ein Schwein, ey. Oh, ich bin gerade an der Kiste da am werkeln. Gott. Okay, wir haben alle... Ich mach mal alle wertvollen Sachen. Also alle Sachen, nicht alle wertvollen Sachen, sondern alle Sachen, die ich nicht. What? Oh, hier ist gerade ein Creeper. Nicht ein Creeper. Oh Mann, ey, das ist alles unheimlich. Fuck. Mach mir in die Hose. Du schaffst das schon. Okay. Doch nicht. Gott, ey. Matteo, wehe, du stirbst jetzt im Nirgendwo. Ne, ich versuche, ich werde nicht sterben. Also, ich keine Ahnung, wie ich sterbe. Oh, jetzt kommen die Zombies, ey. Boah. Okay, wie viele Zombies kommen denn hier? Ein Problem. Gott, ich muss mir eine Karte bauen. Ich habe keine Zeit, hier gegen Zombies zu kämpfen. So, wir graben uns jetzt.